Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es meine Rezension zu Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Das Buch gibt es leider noch nicht in Deutsch, aber da ich das Buch wirklich super toll fand und ich ihm 5 Sterne gegeben habe, wollte ich es doch einfach nochmal auch auf Deutsch filmen. Dieses Buch spielt in den 1880er Jahren und es dreht sich um ein junges Mädchen. Sie heißt Audrey Rose. Sie ist eine Dame von Stand und ihr Onkel ist sowas wie ein Gerichtsmediziner. Und sie möchte von ihm lernen. Und genau zu dieser Zeit treibt eben auch Jack the Ripper sein Unwesen in London und ihr Onkel wird damit betraut, die Fälle von Jack the Ripper zu untersuchen in seiner Kapazität als Gerichtsmediziner. Es ist so, dass damals die Gerichtsmediziner noch nicht so anerkannt waren. Er hat zwar mit der Polizei zusammengearbeitet, aber das gemeine Volk sozusagen war sehr skeptisch ihm gegenüber und natürlich als eine Dame von Stand hatte sie damit sowieso überhaupt nichts zu tun, weil sie hatte ja nichts anderes zu tun, als Tee zu trinken mit ihren anderen Ladies und vielleicht shoppen zu gehen. Von daher musste sie sich natürlich immer rumschleichen und vor allem ihr Vater durfte nichts davon wissen. Es entwickelt sich dann so, dass sie immer neugieriger wird, auch über Jack the Ripper, und dann sich auch nachts durch London herumtreibt, um rauszufinden, wer Jack the Ripper ist. Und ich habe eigentlich nichts an diesem Buch auszusetzen. Ich fand sie als Charakter sehr toll. Ich fand eigentlich alle Charaktere, die beschrieben waren, sehr schön. Es ist nicht so wie bei vielen anderen Büchern, dass nur der eine oder zwei Hauptcharaktere irgendwie einen Charakter bekommen, sondern die meisten Charaktere, die beschrieben wurden, hatten einen tieferen Charakter, auch wenn sie vielleicht nicht so viel zur Geltung kamen. Und alle Charaktere waren sehr, man konnte sich sehr gut mit ihnen, eine Beziehung aufbauen. Man konnte sie sehr gut auch verstehen. Alle hatten ihre Fehler, alle hatten ihre positiven Seiten. Sie waren wirklich sehr menschlich. Und vor allem Audrey Rose, auf der einen Seite hat sie sich sehr für Wissenschaft interessiert, für Gerichtsmedizin. Aber auf der anderen Seite hat sie trotzdem gern schöne Kleider angezogen und war gerne einkaufen und hat sich gern schick gemacht, was ich super fand. Sie war zwar total genervt, wenn sie mit ihren anderen Standesdamen zum Beispiel Tee trinken musste, weil die über nichts anderes als Einkaufen und Jungs geredet haben. Das hat sie ziemlich gestört, was ich auch verstehen kann. Aber sie hat diese Sachen trotzdem gern gemacht und trotzdem hat sie auch gern ihrem Onkel geholfen. Und das finde ich toll, weil oft ist es ja leider so, dass wenn ein Mädchen dann sich für sowas zum Beispiel interessieren würde, dann würde sie gleich als Tomboy dargestellt werden. Und die weibliche Seite wird so unterdrückt und das ist bei ihr nicht der Fall. Also sie steht dazu, dass sie eben beides mag. Und außerdem hat ihr Onkel noch einen anderen Lehrling sozusagen, der aber auch offiziell sein Lehrling ist, die ist ja nichts Offizielles. Und es ist der Thomas Creswell, der ist ungefähr so alt wie Audrey Rose. Ich denke mal ein bisschen älter, aber so ungefähr im selben Alter. Und er hilft ihr dann halt auch, Jack the Ripper zu finden und zwischen den beiden entwickelt sich halt auch eine Liebesgeschichte und das finde ich auch echt gut. Die Beziehung ist sehr schön entwickelt worden, finde ich. Es war keine Insta-Love, es hat aber auch nicht ewig gedauert und es war einfach wirklich schön beschrieben. Und vor allem, es gibt nachher noch einen spoilerischen Part, wo ich auch darüber rede, wer denn Jack the Ripper ist und so weiter. Aber ich fand es einfach super, weil bis zu dieser Auflösung wusste man einfach nicht, wer es ist und man hat die ganze Zeit überlegt, ist es der, was steckt denn jetzt dahinter? Und das fand ich echt super, das Buch war super spannend. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Wirklich ein super tolles Buch, super spannend, super Charaktere. Ich denke auch, von dem, was beschrieben wird, von der wissenschaftlichen Seite her, war es wahrscheinlich auch richtig, also ich kenne mich damit nicht aus, ich kann es nicht sagen, aber es war wirklich für mich als Laien, was das nachvollziehbar war und es Sinn gemacht hatte. Und das finde ich auch immer sehr wichtig in solchen Büchern, dass zumindest nicht ich als Laie dastehe und denke so, als ob das jetzt stimmt. Das kann doch nicht sein. Klar, es kann sein, dass es nicht stimmt, ich weiß es ja nicht, aber man geht ja auch nicht davon aus, dass jeder, der ein Buch liest, ein Profi auf diesem Gebiet ist. Von daher finde ich das super in Ordnung so. Und jetzt will ich einfach weitermachen mit dem spoilerischen Teil. Also wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und keine Spoiler mögt, dann hört jetzt bitte auf. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen und sagen, was ihr von dem Buch haltet. Also zumindest nach dem, was ich euch jetzt erzählt habe. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und mich abonniert. Und jetzt zum Spoilerteil. Der Bruder war Jack the Ripper.
Wer hätte das gedacht? Ich war ja die ganze Zeit, irgendwie hatte ich, ich habe von so vielen Leuten auf BookTube gehört oder halt in so vielen Videos gehört, wenn die Leute, die es noch nicht gelesen haben, halt gesagt haben, ja, es geht da und darum und scheinbar verliebt sie sich auch in einen und der ist dann wohl Jack the Ripper. Und das habe ich so oft gehört, dass ich wirklich das gelesen habe und die ganze Zeit irgendwie gedacht habe, es ist Thomas. Und dann habe ich aber wieder gedacht, nee, das kann nicht sein, es ist nicht Thomas, ja. Ich glaube es nicht, ich will es nicht, aber es haben doch alle gesagt. Und irgendwie, ich war so hin und her gerissen. Und selbst wenn es nicht alle gesagt hätten, gab es ja doch so Anzeichen dafür, vielleicht ein bisschen. Also man konnte schon oft denken, dass vielleicht auch Thomas war. Und dann auch natürlich, dass es ihr Vater war. Und vielleicht war es ja doch der Onkel. Und vielleicht war es doch der Polizist. Und es war echt super gemacht. Und dass es halt am Ende der Bruder war. Und auch der Grund dafür. Also ich das fand ich wirklich echt unglaublich, aber nicht unglaublich im Sinne von, okay, wie kommt sie jetzt dahin, das macht ja gar keinen Sinn, sondern ich finde diese Sachen, die dann nachher beschrieben werden, diese Anzeichen, die schon vorher waren, die sind mir definitiv nicht aufgefallen, aber als dann gesagt wurde oder erklärt wurde, habe ich zurückgedacht und gedacht so, oh ja, stimmt. Und das finde ich ist einfach ein Zeichen für ein super tolles Buch, dass man diese Wendung absolut nicht erwartet, dass sie dann aber nachher doch Sinn macht. Weil wenn man eine Wendung nicht erwartet und sie macht dann nachher keinen Sinn und es kommt nur so rüber, als wenn der Autor jetzt einfach irgendwas machen wollte, um einen zu überraschen, dann nimmt es dem Buch ja doch irgendwas. Aber in diesem Fall, es war einfach fantastisch. Also wow, und dass er probiert, seine Mutter wieder zu beleben und so. Das hätte ich nie gedacht, vor allem der Bruder war wirklich jemand, den ich eigentlich gar nicht in Verdacht hatte, was ja eigentlich schon wahrscheinlich das größte Anzeichen dafür war, dass er es ist, weil jeden anderen hatte man den Verdacht, nur ihn nicht. Offensichtlich, dass es dann er ist, hätte mir klar sein sollen, aber ich bin nicht drauf gekommen und wow, einfach wow, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das war's auch schon mit dem Spoiler-Teil, weil ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen wollte. Ich wollte nur loswerden, wie überrascht ich davon war und wie toll ich das Ende fand. Also, ja. Wenn ihr das gelesen habt, wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da, sagt mir, was ihr davon haltet. Vielleicht so, dass die anderen nicht gespoilert werden, die das nicht gelesen haben. Aber ja, mich würde total interessieren, ob ihr auch so überrascht davon wart und ob ihr es gut fandet oder eher nicht. Ja, und das war's auch für das Video. Tschüss!